In diesem Video möchte ich Ihnen die Grundlagen zur Erarbeitung der folgenden Begriffe präsentieren: Bezugssystem, Inertialsystem, die Einsteinschen Postulate, das Michelson-Morley-Experiment, den Begriff der Gleichzeitigkeit und das Konzept der Zeitdilatation. Beginnen wir mit dem Bezugssystem. Diese nutzen wir in der Physik dazu, um einen Körper in Bezug auf seine Lage, also seinen Ort und seine Bewegung, exakt zu beschreiben. Als Beispiel, wir nutzen Koordinatensysteme, die wir definieren im Raum und sind so in der Lage, einen Punkt P eindeutig durch seine Koordinaten zu beschreiben. Bezugssysteme, die nicht beschleunigt sind, nennen wir Inertialsysteme. Inertialsysteme sind nicht beschleunigte Bezugssysteme. Das bedeutet, dass sich deren Geschwindigkeit nicht ändert oder gleich Null ist. Ja? Das heißt also, nicht beschleunigte Bezugssysteme, also Inertialsysteme, sind entweder in Ruhe, V gleich Null, oder V Punkt gleich Null, deren Geschwindigkeit ändert sich nicht. Zur Erinnerung nochmal, wenn wir von V Punkt in der Physik sprechen, dann meinen wir die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Der Punkt steht immer dafür, dass wir eine Größe unter dem Punkt nach der Zeit ableiten. Ja? Und das ist ja gerade nichts anderes als die Beschleunigung, also keine Geschwindigkeitsänderung erfährt dieses Bezugssystem. Wichtig dabei, oder ein Beispiel, unsere Erde. Unsere Erde ist genau genommen kein Inertialsystem, denn wenn wir uns vorstellen, wir betrachten hier so ein Koordinatensystem, dann haben wir die Situation, dass die Erde sich ja um ihre eigene Achse dreht, sie rotiert. Das heißt, ein Punkt hier auf der Erdoberfläche, ja, also das ist jetzt, sei hier und hier der gleiche Ort, zum Beispiel Karlsruhe, ja, der würde bei T1 hier sein und bei T2 hier. Ein solches Bezugssystem wäre ganz genau genommen kein Inertialsystem, da die Erde rotiert und eine Kreisbewegung immer eine beschleunigte Bewegung darstellt. Denn bei einer Kreisbewegung haben wir ja die Situation, dass wir für jeden Ort dieser Kreisbahn eine Geschwindigkeit eintragen können, in die sich dieser Punkt bewegt. Und da sehen wir, dass die Geschwindigkeit sich ja immer ändert um ein gewisses Delta V. Es wird also eine Beschleunigung benötigt, damit der Geschwindigkeitsvektor sich bei der Bewegung auf der Kreisbahn immer ein kleines Stückchen ändert und in Anführungsstrichen herumgebogen wird. So. Das heißt, die Erde, streng genommen, ist sie kein Bezugssystem. Eine dritte Eigenschaft zeichnet Inertialsysteme aus, und das ist,
dass in ihnen das erste Newtonsche Axiom gilt. Dazu würde ich gerne noch ein Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, Sie beobachten ein Auto. Ja. Dass er jetzt unser Auto von oben beobachtet, ja, hier seien die Räder versteckt. Und diese Person im Auto, die trinkt jetzt nun einen Kaffee und stellt diesen Kaffee vorne auf das Armaturenbrett. Ja, das sei jetzt unsere Kaffeetasse. Jetzt können wir zwei unterschiedliche Situationen uns überlegen. Ja, vielleicht sollen wir noch die Richtung der Geschwindigkeit einzeichnen des Autos. Ja, die Geschwindigkeit des Autos zeigt in diese Richtung. Jetzt können wir uns zwei unterschiedliche Situationen überlegen. Die eine Situation ist, wir haben einen Beobachter, der steht im Bezugssystem der Erde, steht also auf der Erde. Der kann natürlich beobachten, dass sich relativ zu ihm Auto und Kaffeetasse in diese Richtung bewegen. Für die Person, die, nehmen wir nicht die Kaffeefarbe, nehmen wir die Farbe, für die Person, die im Auto sitzt, die sieht, dass sich die Kaffeetasse relativ zu seinem Bezugssystem Auto nicht bewegt. Jetzt passiert was Spannendes, denn wir lassen das Auto mal abbiegen. Ja, in dem Moment zeigt die Richtung der Geschwindigkeit hierhin. Es hat also eine Beschleunigung auf dieses Auto gewirkt. Ja, ich kann jetzt die gefahrene Strecke so noch andeuten. Die Frage ist jetzt, bei Vernachlässigung der Reibung, was passiert mit dem Kaffee? Klar, der Beobachter im Bezugssystem der Erde, der sieht sofort, der Kaffee, naja, eben war er noch hier, also war er noch hier an dieser Stelle, das wäre jetzt hier in diesem Bild etwa hier. Klar, der sieht, ich male das mal rot in der gleichen Farbe wie der Beobachter, der Kaffee verteilt sich jetzt hier an der Außenseite. Ja, natürlich, weil sich der Kaffee von dem Ort hier weiter in diese Richtung bewegt hat, weil im Bezugssystem der Erde das erste Newtonsche Axiom gilt, denn es ist ein Inertialsystem und keine äußere Kraft auf diesen Kaffee ausgeübt wird, bewegt sich der Kaffee weiter im Zustand seiner Bewegung hier geradeaus. Das Blöde ist, für den Beobachter hier im Auto, der Kaffee wird scheinbar nach außen gedrückt und landet an der Scheibe, an der Seitenscheibe. Sehr ärgerliche Situation. Aber es gibt keine äußere Kraft, die dazu führt, dass dieser Kaffee quasi auf dem Armaturenbrett nach links gedrückt wird. Und wir wissen ja jetzt, das liegt daran, dass in einem beschleunigten Bezugssystem, ja, und hier diese Situation, das ist ja ein beschleunigtes Bezugssystem, denn die Änderung der Geschwindigkeit ist ungleich 0. In dieser Situation gilt das erste Newtonsche Axiom nicht mehr. Wir haben kein nicht beschleunigtes Bezugssystem mehr. Das ist also hier kein Inertialsystem und wir können unsere klassische Mechanik nicht mehr anwenden. Ich möchte weitergehen zu den Einsteinschen Postulaten. Einstein hat 1905 etwa zwei zentrale Postulate aufgestellt. Das erste lautet, die Form eines physikalischen Gesetzes bleibt in jedem Inertialsystem
gleich. Genau betrachtet war das eine Erweiterung des sogenannten Newtonschen Galileischen Relativitätsprinzips, die das bereits auf die Mechanik angewendet haben. Einstein hat das auf alle Phänomenkomplexe der Physik angewendet, also auch Optik, E-Lehre etc. Das zweite einsteinsche Postulat lautet: Licht bewegt sich für alle Beobachter. Ups, da habe ich mich ein bisschen arg verschrieben, das machen wir nochmal weg. Für alle Beobachter mit der gleichen Geschwindigkeit. Das erste Postulat von Einstein, das ist noch ganz gut nachvollziehbar. Im ersten einsteinschen Postulat können wir ein kleines Gedankenexperiment machen. Wir können uns überlegen, dass wir in einem Auto uns befinden. Ja, hier mache ich den mit bewegten Beobachter ein. Wir sitzen also in einem Auto und bewegen uns durch die Landschaft. Und wir können einen Ball fallen lassen. Nach einer gewissen Zeit, Delta T, können wir die gleiche Situation konstruieren. Mit bewegter Beobachter. Und der Ball wird also dann hier unten angekommen sein. Das können wir machen bei 2 km/h, bei 100 km/h, in einem Schnellzug mit 500 km/h, und wir können nie feststellen, wie schnell wir eigentlich sind. Und wir können auch nicht feststellen, ob sich die Erde unter uns wegbewegt oder wir uns eigentlich in unserem Fahrzeug über die Erde bewegen. Bewegungen sind relativ. Wir können jetzt die Situation einmal etwas ändern. Wir nehmen nämlich den Beobachter aus diesem Bezugssystem Auto heraus und lassen ihn den Vorgang beobachten. Hier oben zunächst ist der Ball auch an der Fahrzeugdecke. Und was passiert nun? Ein Beobachter hier sieht nach einer gewissen Zeit, Delta T, dass das Fahrzeug sich bewegt hat für ein Stück. Ups, das machen wir nochmal neu, das ist gar nicht so schön hier. Das Fahrzeug hat sich also ein Stück bewegt. Und der Ausgang des Experimentes ist identisch. Der Ball liegt am Boden des Fahrzeugs. Aber die Flugbahn, die wir beobachten können als externer Beobachter, der ist eine Parabel. Man könnte denken, das sei ein Widerspruch zum ersten einsteinschen Postulat, ist es aber nicht. Denn in allen Fällen wirkt die gleiche identische Beschleunigung, die den Ball fallen lässt. Der einzigste Unterschied ist, dass hier in diesem zweiten Fall die Geschwindigkeit des Apfels oder des Balls, hatte ich glaube ich gesagt. Ja, machen wir es so. VB, die ist ungleich 0. Während in dem Bezugssystem hier ist die Geschwindigkeit des Apfels 0. Der Apfel bewegt sich relativ zum Auto an dieser Stelle nicht. Der von dem Ball zurückgelegte Strecke oder Kurve, die kann sich unterscheiden für verschiedene Bezugssysteme. Aber, wie ich gerade gesagt hatte, sind die physikalischen Gesetze ja in jedem Bezugssystem gleich. Ja, die Gravitation und das Bewegungsgesetz ist in beiden Bezugssystemen anwendbar. Nur der einzige Unterschied ist, zusammengefasst, dass die Anfangsgeschwindigkeit des Balles in diesem Bezugssystem eine andere ist als hier.
Das zweite einsteinsche Postulat ist etwas schwieriger zu verdauen. Das stellen wir fest, wenn wir ein kleines Gedankenexperiment machen und sagen, ja, wir haben eine Person, die rennt jetzt also mit einer Taschenlampe in der Hand nach vorne. Und diese Taschenlampe, die sendet also Licht aus. Und wenn wir jetzt diese Person fragen, was siehst du, wie schnell bewegt sich das Licht von dir fort, würde diese Person sagen, klar, das ist irgendwie C, ja, die Lichtgeschwindigkeit. Eine andere Person, die jetzt in Ruhe daneben steht, die würde denken, naja, also die Person bewegt sich mit der Geschwindigkeit V in diese Richtung. Das Licht hat die Geschwindigkeit C, also ist die resultierende Geschwindigkeit des Lichtes V plus C. Ja. Im Bezugssystem der Erde würde man, wenn man naiv da dran geht, die Geschwindigkeit der Person und des Lichtes addieren. Das ist ja allerdings ein Widerspruch. Ups. So, ein Widerspruch zu unserem zweiten einsteinschen Postulat. Wir stehen also vor der Frage, relativ zu wem oder was sich das Licht mit der Lichtgeschwindigkeit c denn nun eigentlich bewegt. Entweder relativ zu einer Quelle oder zu einem Medium. Die Maxwell-Gleichungen, die die elektromagnetischen Phänomene beschreiben, zu denen auch das Licht gehört, die haben gesagt, dass sich das Licht unabhängig mit einer Geschwindigkeit c von der Quelle bewegt. Ob sich die Lichtgeschwindigkeit nun relativ zu einem gedachten Lichtmedium, dem sogenannten Äther, verhält, wurde das Michelson-Morley-Experiment durchgeführt. Dabei war die Idee, dass wenn es so etwas gibt wie einen Äther, der unser Universum durchzieht, dann müsste man, weil sich ja die Erde um die Sonne bewegt auf einer gewissen Bahn. Die Annahme war, dass man dann ja zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten unterschiedliche Ergebnisse erhalten müsste. Denn wenn man ein Experiment mit einem Lichtstrahl durchführt, dann würde dieser Lichtstrahl zu verschiedenen Zeiten ja einmal parallel und einmal senkrecht zu dem sogenannten Lichtmedium, dem Äther, stehen. Dazu wurde ein Experiment durchgeführt, wo man also einen halbdurchlässigen Spiegel aufgebaut hat. Und zwei hundertprozentig reflektierende Spiegel an die Außenkante gesetzt hat. Und das ist ein bisschen ungünstig. Das sollte ich hier eher so zeichnen, dass es der gleiche Abstand ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Ja, das hier, Spiegel 1, Spiegel 2. Und was man gemacht hat, ist, man hat also Licht genommen und hat dieses Licht auf diesen halbdurchlässigen Spiegel geleitet. Und daraufhin wurde an dem halbdurchlässigen Spiegel 50% des Lichtes auf den vollständig reflektierenden Spiegel geworfen. Diese 50% fallen zurück auf den halbdurchlässigen Spiegel. Klar, da wird ein Stück auch wieder dann in die Richtung reflektiert, aber ein Lichtstrahl ist dann am Ende hier an dieser Stelle angekommen. Und das Gleiche geschieht natürlich auch hier, dass in den anderen Arm des Interferometers ein Teil des Lichts auf den reflektierenden Spiegel fällt, zurückreflektiert wird
auf den halbdurchlässigen Feld, klar, ein Stückchen geht durch. Und am Ende hat man hier dann letztlich zwei Lichtbündel, die gleich lange Wege durchlaufen haben. Ja, also ich habe das immer noch nicht so schön gezeichnet. Sie bitten mir das zu oder ich bitte Sie, das zu verzeihen. Dieser Weg hier, ich nenne ihn jetzt mal L1, und dieser Weg hier, L2, die sollen gleich lang sein. Und die Idee war es dann, dass die Zeit, oder andersrum, wenn ich jetzt hier also einen Detektor aufstelle oder einen Schirm und beobachte, was mit diesen beiden Lichtbündeln, die einen unterschiedlichen Weg gegangen sind, geschieht, dann, so war die Idee, könne ich feststellen oder könne man feststellen, ob es in einem dieser beiden Arme aufgrund des Äthers eine Vorzugsrichtung gibt, weshalb die Lichtgeschwindigkeit sich dann also ändert. Wenn das der Fall sein sollte, dann müsste man bei Rotation des Experimentes um diese Achse, müsste man feststellen, dass sich dieses Interferenzmuster, was man bei der Überlagerung der beiden Lichtbündel hier sieht, ändert. Das ist aber nicht geschehen. Das Experiment hat ein Nullergebnis hervorgebracht. Man musste im Folgenden also den Gedanken, dass die Lichtgeschwindigkeit sich relativ zu einem Medium verhält, ablegen. Das zweite Einsteinsche Postulat, das besagt, dass die Lichtgeschwindigkeit unabhängig der Bewegung eines Bezugssystems immer c, 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde sein soll, das müssen wir zum Anlass nehmen, die Gesetze der Mechanik neu zu bewerten. Im ersten Schritt wollen wir daher nochmal zunächst den Begriff der Gleichzeitigkeit betrachten. Gleichzeitig verstehen wir in unserem alltäglichen Gebrauch als die Situation, die eintritt, wenn zwei Ereignisse an unterschiedlichen Orten im Raum, aber zur gleichen Zeit eintreten. In dem Moment aber, wo ich Gleichzeitigkeit aus zwei unterschiedlichen Bezugssystemen versuche zu beobachten, ist diese Aussage nicht mehr korrekt. Und dazu können wir nun wieder ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar können wir uns vorstellen, dass ein Wagen mit einer Geschwindigkeit v in diese Richtung sich bewegt. Auf dem Wagen fährt eine Person mit und beobachtet den Einschlag zweier Blitze auf der vorderen und hinteren Wagenkante. Die Blitze sollen unsere Ereignisse darstellen. Dann beobachtet diese Person in der Mitte des Wagens, dass, obwohl dieser Wagen sich mit einer Geschwindigkeit v in diese Richtung bewegt, diese Person beobachtet, dass das Licht von diesen Blitzen jeweils zur gleichen Zeit von dem hinteren Ereignis und dem vorderen Ereignis bei der Person eintrifft, weil... Ups, das war nicht beabsichtigt. Zurück. Weil nämlich die Abstände von der vorderen Wagenkante zur Mitte und von der hinteren Wagenkante zur Mitte identisch sind. Wenn wir die Situation nun aus der Position eines ruhenden Beobachters analysieren, dann stellen wir fest, dass die Aussage, dass das Licht beider Ereignisse gleichzeitig in der Mitte des Wagens bei der Beobachterin ankommt, nicht mehr haltbar ist. Denn hier von diesem Standpunkt aus betrachtet,
wissen wir jetzt nach dem zweiten Einsteinschen Postulat, dass sich das Licht immer mit C bewegt. Das heißt, während der Flugzeit des Lichtes aber haben wir die Situation, dass die Person sich ja um die Geschwindigkeit V in diese Richtung bewegt hat. Das heißt, bei dem Eintreffen des Lichtes von der Vorderkante hat sich die Person schon ein Stück in diese Richtung bewegt, weil ja der komplette Wagen sich ebenfalls bewegt hat. Das heißt, was ich hier gemalt habe, dieser Ortsunterschied, der entsteht gerade aufgrund des Zeitunterschiedes Delta T, den das Licht benötigt, um von dem Ereignis zum Beobachterin zu reisen. Das heißt, als ruhender Beobachter sehe ich in dem bewegten Bezugssystem, dass das Ereignis, was ursprünglich noch hier ident war, nämlich das Ankommen des Lichtes vom hinteren und dem vorderen Lichtstrahls, dieses Ereignis findet hier nicht mehr, oder diese beiden Ereignisse viel eher, die finden hier unten an diesem, in dieser Situation nicht mehr gleichzeitig statt. Ja? Das Licht von dem vorderen Ereignis trifft viel eher auf die Beobachterin, den Beobachter, als das Licht von der hinteren, von dem hinteren Ereignis, weil eben die Person auf dem Wagen sich während der Reisezeit des Lichtes ein Stück weit nach vorne bewegt hat. Diese Konsequenz aus dem Gedankenexperiment, die hätten wir halt eben nicht, wenn wir behaupten können, dass ich als Beobachter, der ruht, sagen kann, naja, die Lichtgeschwindigkeit hier, die ist gerade C plus V. Das heißt, dass das zweite Einsteinsche Postulat unsere Definition von Gleichzeitigkeit völlig über den Haufen wirft und wir sagen müssen, dass Gleichzeitigkeit kein absolutes Konzept ist. Im Alltag bemerken wir das nicht. Im Alltag sind wir uns dessen nicht bewusst, denn diese ganze Sache, die haben wir nur dann, wenn, oder die können wir nur, die Auswirkungen können wir nur dann bemerken, wenn die Geschwindigkeit gegen C geht. Also generell merken wir diese Situation nur dann, wenn wir die Physik hoher Geschwindigkeiten betrachten. Wenn Gleichzeitigkeit kein absolutes Konzept ist, dann folgt daraus unmittelbar ein zumindest einfach anmutender Satz mit dramatischen Konsequenzen. Daraus folgt, dass auch Zeit relativ ist. Wenn Zeit relativ ist, bedeutet das, dass sich Zeit offenbar bei der Messung in unterschiedlichen Bezugssystemen unterschiedlich verhält. Dies fassen wir unter dem Begriff der Zeitdilatation zusammen. Und die Kernaussage dieses Begriffes ist, salopp formuliert, bewegte Uhren gehen langsamer. Wie kommen wir da drauf? Wir können uns die folgende Situation vorstellen. Wir betrachten ein Raumschiff. Dieses Raumschiff bewege sich in die Richtung nach rechts. Und in diesem Raumschiff ist ein Experiment aufgebaut, es besteht aus einem Spiegel und einem Sender und einem Empfänger. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger
der ist da, aber der ist sehr klein. Und ausgesendetes Licht von diesem Sender bewegt sich nun in diese Richtung, trifft auf den Spiegel und wird reflektiert. Wir führen noch einige Bedingungen ein, und zwar den Abstand zwischen Sender und Empfänger, den nennen wir D. Und wenn wir nun einen Astronaut oder eine Astronautin in diesem Raumschiff sind, dann würden wir die Zeit bestimmen, die das Licht benötigt, um vom Sender über den Spiegel zum Empfänger zu reisen. Die könnten wir bestimmen als T ist gleich 2 mal die Strecke D durch die Geschwindigkeit. Ja? C die Lichtgeschwindigkeit, D der Abstand zwischen Spiegel und der Sender-Empfänger-Einheit. Wir nennen das Zeitunterschied Delta T0 zwischen dem Aussenden eines Lichtstrahls und dem Empfang des Lichtstrahls in diesem Raumschiff. Kommen wir nun wieder zur Analyse der anderen Situation, wo wir einen ruhenden Beobachter auf der Erde oder sonst wo zugrunde legen. Wenn dieser nun durch ein Fenster in das Raumschiff blicken würde, dann würde er beobachten, dass in der Zeit, in der das Licht vom Sender zum Spiegel reist, das Raumschiff, da es sich ja mit einer gewissen Geschwindigkeit v bewegt, schon ein Stückchen weiter fortbewegt hat. Das heißt, wir können hierher gehen und können das Licht vom Sender zum Empfänger so einzeichnen. Ja, das war jetzt didaktisch etwas ungeschickt, da ich quasi das Licht rückwärts eingemalt habe. Ich bitte das zu entschuldigen. Für die Zeit, die das Licht benötigt, um vom Spiegel zum Empfänger zu reisen, können wir jetzt ähnlich vorgehen und zeichnen das einfach so ein. Diese Darstellung erlaubt uns nun, die Situation noch etwas besser zu analysieren. Wir können nämlich festhalten, dass zunächst mal für die Strecke des Raumschiffes Folgendes gilt. Also wir suchen jetzt die Strecke, die das Raumschiff innerhalb einer Zeit Delta T zurücklegt. Und da können wir einfach sagen, naja, wir betrachten jetzt einmal die Spitze hier. Und die Spitze ist vielleicht nicht ganz so günstig. Nehmen wir mal lieber den Mittelpunkt des Spiegels hier. Letztlich aber auch egal. Und dann können wir sagen, gut, in der Zeit, wo das Licht vom Sender zum Spiegel reist, das Raumschiff die Entfernung L zurück. Und weil die ganze Situation ja symmetrisch ist und der Rückweg genauso lang ist und die Geschwindigkeit sich nicht ändert, liegt das Raumschiff hier ebenfalls die Strecke L zurück. Das heißt, für die Gesamtstrecke des Raumschiffes während des ganzen Experimentes gilt, die Gesamtstrecke 2L ergibt sich aus, naja, klar, Geschwindigkeit mal Zeit. Außerdem können wir sagen, für die zurückgelegte Strecke des Lichts gilt, dass die ja gerade nicht diesem Weg folgt, sondern die Strecke des Lichts entspricht ja gerade dem. Das können wir ganz einfach ausdrücken durch den Satz des Pythagoras. Ja, man kann sich vorstellen, wir hätten hier 2 rechtwinklige Dreiecke mit jeweils einem rechten Winkel hier unten in den Ecken. Dann können wir sagen, gut, die Gesamtlaufzeit des Lichtes SL, die sei gerade 2-mal der Hypotenuse, da die Situation ja
symmetrisch ist. Und die Hypotenuse ergibt sich aus L² plus dem D². Ja? Denn die beiden Katheten, hier ist das D und die andere Kathete hier das L. Gut, da sind wir schon ein gutes Stück weitergekommen. Jetzt können wir natürlich noch sagen, wie hängt denn diese Strecke mit der Zeit und der Geschwindigkeit zusammen? Klar, für das Licht gilt weiterhin, dass die Geschwindigkeit sich ja immer ergeben muss aus der Strecke durch die Zeiteinheit. Und jetzt passiert was Schönes, denn letztlich haben wir sowohl die Strecke schon definiert, ich schreibe es schon mal rein, 2 Wurzel L² plus D², dividiert durch Delta T. Und wenn wir nun hergehen und fragen uns nach, was ist das L? Naja, das L steckt ja gerade in der zurückgelegten Strecke des Raumschiffes hier oben drin. Das heißt, das können wir jetzt umformen. L² gleich V² plus Delta T² dividiert durch 4. Und dann können wir das hier unten einsetzen und erhalten einen Ausdruck. Ups, das ist ungünstig. 2 Wurzel, ich ziehe mir das D² nach vorne, plus, einmal ein bisschen einzoomen, V² plus Delta T² dividiert durch Delta T. Sorry, die Wurzel ist jetzt ein bisschen durcheinander gegangen. Gut, jetzt kann ich damit weiterrechnen und kann diese Sache auflösen nach Delta T. Das würde ich Sie bitten, einmal nachzuvollziehen. Und ich erhalte am Ende einen Ausdruck Delta T ist gleich Delta T0, dividiert durch 1 minus V² durch C². So. Dieser Ausdruck hier. Das ist die Gleichung für die Zeitdilatation. Wenn Sie das zu Hause nachvollziehen, noch der Hinweis, das Delta T0 von hier nach da müssen Sie noch einmal da oben rausfischen, indem Sie das große D ersetzen. Schauen wir also nochmal rein, was uns dieser Ausdruck eigentlich genau sagen möchte. Unter der Annahme, dass Delta T die Zeit in einem Bezugssystem ist und Delta T0 die Zeit in einem relativ dazu bewegten Bezugssystem, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Delta T immer größer ist als Delta T0. Denn der Ausdruck hier unten, der ist immer kleiner als 1. Das können Sie nachvollziehen unter der Bedingung, dass es keine Geschwindigkeiten größer als die Lichtgeschwindigkeit c gibt. Wenn Delta T größer ist als T0, bedeutet das, dass das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen, ja, in unserem Beispiel das Aussenden des Lichts und dessen Empfang auf dem Raumschiff, für den Beobachter auf der Erde größer ist als für den Beobachter auf dem Raumschiff. Einfach ausgedrückt besagt dieser Effekt der Zeitdilatation, dass relativ zu einem Beobachter bewegte Uhren für diesen Beobachter langsamer laufen. Ja? Daher mein Satz von Beginn, bewegte Uhren laufen langsamer. Das ist eine unmittelbare Konsequenz aus den beiden Einsteinschen Postulaten.